Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario. Ich will nicht lange drum quatschen, es leckt gerade kurz, es muss sich gerade reinpassen und so. Wir machen gleich mal weiter. Ich denke mal, wir müssen hier jetzt hin. Mein Analogstick, der nervt gerade noch ein bisschen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Naja. So, in der letzten Folge haben wir eigentlich nur das Intro gesehen und ein bisschen hier von der Stadt. Aber, ja, was passiert jetzt? Was soll das? Ihr unterbrecht einfach meinen schönen Gesang? Wer ich bin? Mein Name ist Corsario. Ich bin Händler und damit der reichste Mann hier. Schön for you. So. Wenn ich nur wüsste, wohin die Prinzessin gegangen ist. Schön auch, wie das da tropft. Willkommen im Tothaus. Ein wenig Ruhe erfrischt Geist und Körper. Willst du für 5 Münzen ein wenig ausruhen? Nein. Ja. So. Dann müssen wir wohl doch raus. Ich guck mal kurz, ob wir vielleicht hier lang müssen. So. Schön auf jeden Fall für ein... Ich weiß gar nicht, ist das der Gamecube-Teil? Ich muss gleich mal gucken. Bin ich mir gerade ziemlich unsicher, wenn ich ehrlich bin. Oh, das mit dem Laufen, das nervt aber manchmal. Ja, nun ja, wir suchen jetzt hier erstmal die Prinzessin. Was will dieser Gumma denn? Sagt es nicht weiter, aber ich werde von der Polizei gesucht. Vor 3 Monaten habe ich in einer anderen Stadt einen Einbruch begangen. Ich bin hierher geflohen und werde einfach warten, bis Gras mal gewachsen ist. Werdet ihr auch niemanden verraten, dass ich hier bin? Dieser Bösewicht! Nein, wir werden dich verraten, aber sowas von. Yeah. Irgendwie läuft die Maus da auf einen Fleck. Kann man hier nicht irgendwie rennen oder so? Naja, egal. Wir kommen hier durch, das schwöre ich dir. Bis du mir meine Kontaktlinse ersetzt hast, werde ich dich hier nicht nach Festland durchlassen. Ohne Kontaktlinse kann ich nicht meinen. Ich komm da durch. Wenn du nicht, leck mich doch. Ich denke mal, das ist das Haus von dieser Ollen. Ich guck mal hier im Shop, ob es da vielleicht Kontaktlinsen gibt. Was ich nicht glaube. Nee. Weißt du vielleicht noch? Ja, Kontaktlinsen. Einen Moment bitte. Tatsächlich. Ich bitte um Verzeihung, aber Kontaktlinsen haben wir momentan nicht vorrätig. Ich werde aber umgehen, welche bestellen. Bitte komm später wieder. Okay. Schnippe. Es riecht nach einer profitablen Gelegenheit hier. Langsam könnte sich das Glück auch mal zu mir wenden. Aber du hältst dich da raus. Was willst du denn, kleine Maus? So. Bist du mir meine Herr? Oh Gott. Ja. Ja, was kann ich jetzt tun? Ich lauf mal. Alter, das war jetzt gerade ein Frame-Einbruch, du. Kann ich nicht höher springen? Später bestimmt, oder? Oder? Sag mir, dass es wahr ist. Wow. Oh, Verzeihung. Noch so ein komischer Typ. Oh nein, Mario. Die Hälfte deiner Münzen ist verschwunden. Also wirklich, was für eine Stadt. Der kriegt jetzt voll auf die Fresse. Komm her. Komm. Wo bist du? Komm. Komm her. Ich krieg dich. Kann ich nochmal mit der reden? Ja. Leck mich doch am Sack, Alter. Was willst du mit deinen Dingen, Alter? Was willst du? Bist du hier hingelaufen oder was? Bist du hier hingelaufen, ne? Komm her. Ich such dich jetzt so lange, bis ich dich hab, Alter. Ich such dich so lange. Ich schwör dich. Du, wenn ich dich kriege, Alter, du bist dran. Du bist sowas von dran. Hm?
alles kaputt gemacht hier, ey. Ich schwöre, ich krieg dich dran. Ich weiß, wie du aussiehst. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Hm? Komm doch her. Kann ich sterben? Nein. Ich weiß, wo du wohnst, Tata. Ich weiß das. Genau da unten hast du gewohnt. Jetzt hab ich mein Geld wieder. Gibst du? Oh, ich hab Leben verloren. Das ist nicht cool. Ja, jetzt rede ich immer wieder normal. Yay. Freut bestimmt jeden. Ja, dann gehen wir da doch mal wieder hin. Wichser, Alter. So, ich sollte mal einen Timer stellen. Vergesse ich aber sowieso mal wieder. So, was bist du denn für ein Fuzzi? Wenn du eine Rangerhöhung wünschst, geh auf die andere Seite des Tisches. Sei willkommen im Haus des großen Zauberers Merlon. Oder so. Für 3 Insignien erhöhe ich den Rang deiner Freunde. Oder so. Die Angriffskraft der Betreffenden erhöht sich und erlernt eine neue Technik. Also, wessen Rang möchtest du erhöhen? Oh, du hast nicht genug Insignien. Komm wieder, wenn du mehr hast. Opi, Alter, Gangster-Opi hier mit Räucherdingen oder so. Und ja. Na, in das Haus rein. Oh, da ist er ja. Oh, da sind sie ja, Professor Gumbat. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Du bist doch. Ich erinnere mich an dich, dieses Gesicht. Warte, warte. Gleich fällt mir auch dein Name wieder ein. Also, Gumbazi. Gumbabsi? Nein. Gumberta auch nicht. Ah, ich hab's! Gumbrina! Letztes Jahr hast du meine Vorlesung über Altertumsgeschichte besucht. Richtig, Gumbrina, Studentin im 5. Semester. Sie erinnert sich also noch. Natürlich erinnere ich mich. Ich habe ein perfektes Gedächtnis. Yep. Und du warst einer meiner besten Studentinnen. Aber dieser Mann hinter dir, den kenne ich nicht. Mario heißt er. Sie wissen doch, der berühmte Mario. Ach, entschuldige. Ich bin so meine Forschungen vertieft, dass ich etwas weltfremd geworden bin. Aber weshalb seid ihr beide eigentlich hier? Wir möchten etwas über den legendären Schatz erfahren, der hier in Rohlingen sein soll. Und wir dachten, dass sie uns sicher etwas darüber sagen könnten, Herr Professor. Aber sicher kann ich das. Aber sicher. Erstmal blies mir was. Schließlich bin ich nur nach Rohlingen gekommen, um dieses Thema zu erforschen. Warum interessierst du dich so sehr für den Schatz? Du weißt doch, es wird erzählt, das sei alles nur eine Legende. Die Wahrheit in einer Legende zu finden, ist die Aufgabe eines Altertumsforschers. Und ich glaube, dass es diesen Schatz wirklich gibt, deshalb will ich ihn finden. Eine sehr kluge Antwort. Und wenn das so ist, werde ich dir nach Kräften helfen. Also, ich wollte erst Kacke oder Kecken lesen oder sowas. Ja. Also, schon zu dem Schatz selbst gibt es viele Fragen. Einmal! Da-da-da-da! Ist die Rede von zahllosen Juwelen. Dann wieder von einem magischen Item. Manche sagen, der Schatz sei ein Monster, andere, die Schatzkiste sei leer. Habe nicht die geringste Ahnung, was davon war es und was nicht. Aber ich weiß, wie man den Schatz findet. Ihr braucht dafür meinen Sternjuwelen. Sie meinen die Sternjuwelen aus der alten Legende, nach der sich das Äonentor öffnet, wenn alle 7 Sternjuwelen vereint sind? Genau wie die Legende sagt. Um den Schatz zu bekommen, muss man zunächst die 7 Sternjuwelen suchen. Der Besitzer der magischen Karte halte diese vor dem Äonentor in der Höhe. So, dann werden die Sterne ihm den Weg zu den Sternjuwelen weisen. Die alten Quellen sagen... Oh, jetzt muss ich aber echt nochmal reden. Boah, mein Kiefer, ey. Die alten Quellen sagen also, man soll die magische Karte von dem Tor hochhalten. Dann erfährt man, wie man zu den Sternjuwelen kommt. Genau. Besagtes Äonentor soll sich in der Katakomben dieser Stadt befinden. Aber die magische Karte ist natürlich das Wichtigste und die haben wir nicht. Doch, wir haben sie.
Die magische Karte befindet sich nämlich in Marius Besitz. Was? Wirklich? Kannst du sie mir zeigen? Das ist das Original. Ja, das ist sie, die echte magische Karte. Du bist großartig. Umwerfen, wundervoll, exzellent. Damit, wenn du diese Karte vor dem Tor hochhältst, verrät sie dir, wo die Sternjuwelen sind. Sie sagen es, Professor. Worauf warten wir also noch, Gubrina Mario? Auf, los, gehen wir in den magischen Karten. Ja, okay. An dieser Stelle ein kurzer Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, und weiter geht's. Okay, ich habe gerade nicht geredet, weil ich auch noch was im Mund habe, ein Kaugummi. Weil mein Kiefer gerade zu weh tat und ja. Was ich dir noch sagen wollte, Mario. Da unten gibt es allerlei seltsame Gestalten. Sei also vorsichtig. Kennst du übrigens schon die Action-Kommandos? Nein. Also gut, dann sollten wir die Action-Kommandos mal erst einmal üben. Gubrina, du wirst Mario bei seinem Training helfen. Was? Ich? Einverstanden. Ich werde mir Mühe geben. Beginnen wir mit dem Action-Kommando für den Sprung. Danach erscheint am unteren Bildschirmrand die Erklärung des Action-Kommandos. Und jetzt, kurz bevor du den Gegner triffst, drücke erneut A. Boah, warum flackert das Bild gerade so und leckt das? Da ist mein Virenprogramm umgekommen. Warte mal. Ich guck mal kurz was. Das kann ich mal einmal schließen. Das ist ja richtig behindert gerade. Okay, wenn gut erscheint, hast du das Kommando erfolgreich angewandt. Deine Gegner erleiden einen größeren Schaden. Das mit dem Flacker müsst ihr jetzt diesen Part einmal kurz aushalten. Tut mir sehr leid. Jetzt ist Gubrina an der Reihe mit den Angriffen. Nimm dich in Acht, Mario. Genau jetzt, kurz bevor der Gegner dich drückt, drücke A. Du hast eben das Kommando Verteidigung mit Erfolg eingesetzt. So wird der Schaden, den du erleidest, hast geringer. Die Verteidigung funktioniert allerdings nicht, wenn du mehrmals A drückst. Je nach Art des Angriffs gibt es verschiedene Action-Kommandos. Und jetzt üben wir das Action-Kommando für deinen Hammer. Ja, ich weiß. Ja. Du hast das Action-Kommando erfolgreich eingesetzt. Wie sieht es aus, Mario? Du hast die Action-Kommandos verstanden, oder? Ja. Ja, verstanden. Ich habe keinen Bock zu lesen, ehrlich. Cool. Du hast... Ja, Konter, ja. Ja. Komm, wir hauen dir noch ein paar Mal auf die Fresse. Ja, komm. Bam, du bist tot. Jetzt komm her. Verdammt. Ich hau dir jetzt so lange auf die Fresse, bis du umkippst, Alter. Ich schwör dir. Schwör, Alter. Gut gemacht, Mario. Ja. Ah, verdammt. Ich versuche immer B zu drücken. Ja. Ah, Mann. Ja, okay, ich drück gleich A. Mal gucken, ob das funktioniert diesmal. Bam. So. Opfer. Und noch einmal und dann sind wir auch fertig. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich zu lange mache. Ja. Junge. Ich hab's drauf, ich hab's einfach drauf.
Ja, jetzt bin ich aber auch fertig. Ja. Ja, ich habe jetzt gerade keine Lust zu lesen, ehrlich nicht. Aha, ja, wir gehen doch hinunter. Jung. So, hier speichern wir auch. Und dann gucke ich mal, wie lang die Aufnahme ist. Bis gleich. Ja, Leute, können wir hier durch? Okay, wir können hier durch, aber ich gehe jetzt noch zurück, bevor hier irgendwas geplappert wird. So, kann ich da rüberspringen? Nein. So, ja, auf jeden Fall, nein, ich will jetzt gerade nicht speichern. Wenn euch der Part gefallen hat, also generell, vergesst das Bewerten des Videos nicht. Wenn es euch sehr gefallen hat, könnt ihr es ja favorisieren. Und es mit euren Freunden teilen, das wäre sehr, sehr nett. Naja, dann sieht man sich beim nächsten Mal. Und tschüss.